Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem neuen Video. Ja, Küchenvideo. Lange habt ihr darauf gewartet. Ich mache es jetzt einfach mal. Wir gehen jetzt hier praktisch in die Küche rein. Hier ist die Tür. Dann haben wir hier als erstes die zwei Apothekerschränke, wo viel drin passt. Im unteren Teil habe ich oben halt mein Katzenfutter. Oh, guck mal, dass man das ein bisschen sieht. Katzenfutter hat Josie jetzt einfach mal rein Chaos gemacht, weil sie was gesucht hat. Achso, die Leckerli-Stangen hat sie gesucht, die waren jetzt unten, weil sie mit Juna Leckerli-Stangen gehen wollte. Unten sind die Kartoffeln und so, die wir gerade frisch geholt haben. Wir lagern die ja bei meiner Mutter. Wir haben ja große 10-Kilo-Säcke geholt. In dem Fach ist halt hier so Tütenzeug. Und unten Backfolie, Backpapier und sowas alles. Wo hängt es denn? Ach, hier. Und hier noch mehr Zutaten. Also Josies Müsli ist hier irgendwo dazwischen. Und Tassensuppe, da stehen die Kids drauf. Keine Ahnung, die fällt denen halt. Da die Hühnersuppe denn an einem kalten Tag oder so, dann kriegen, wenn sie möchten, dann können sie jederzeit eine Tassensuppe haben wollen. Hier. Hier sind meine Kochschürzen. Ja, meine mit dem Totenkopf. Ja. Und dann noch so eine andere, die war, irgendwo war die mit drinne. Die nimmt die Kleine denn. Oben habe ich meine Mikro, ach Quatsch, meine Friteuse und die Heißluftfritteuse. Und hier sind noch ein bisschen Kartons von der Lampen. Ich habe hier noch zwei Lampen drin, wo ich noch nicht sicher bin, ob ich hier vielleicht noch Lampen austauschen werde. Zeige ich euch gleich. Aber nicht wundern, ist es auch nicht ganz so sauber, weil die Kids machen gerade, was machen sie? Marmorkuchen. Macht Josie mit ihrer Schwester gerade. Oh, warte. Ich muss hier. Ne? Ich muss auf Zeit machen. So. Jetzt, wie ist hier denn der. Also praktisch hier sind wir reingekommen. Hier ist dann praktisch der Herd. Ich duck mich mal. Hier ist der neue Herd. Da ist auch gerade der Marmorkuchen drin. Hier sind die Knöpfe, die kann man ein- und ausfahren mit Uhr und aber die ist scheiße einzustellen. Ist aber ein bisschen auch zu nah an dem Dings dran, aber es ging nicht anders, weil sonst hätten die ganzen Geräte hier nicht reingepasst. Und ja, mein Vermieter bei den neuen Wohnungen macht da ja diesen Wandschrank dann raus und dann hat man dann halt mehr Platz. Also wenn sie das bei uns hier mal machen würden oder ich hier innerhalb der Wohnungsverwaltung umziehen würde, die neue würde denn so sein, dann würde das alles so sein wie jetzt. Bloß dass die Waschmaschine vor der Spüle kommt, also praktisch Herd, kleiner Apothekerschrank für alle Zutaten, was Frauchen zum Kochen braucht. Also Salz, Zucker, Paprika, Lorbeerblatt, alles drum und dran. Also würde dann praktisch, wenn es dann irgendwann mal so weit sein wird, wenn Josie weg ist, ja, dann werde ich wahrscheinlich auch eine kleinere Wohnung mir nehmen. Dann halt praktisch Herd, Schrank, Spülmaschine. Dann hier ist jetzt praktisch der Unterschrank vom Waschbecken, also vom Spülbecken. Das würde dann bei der neuen dann sein, dass hier dann die Waschmaschine ist und da drüben dann erst das Waschbecken. Und hier habe ich ganz clever gemacht, um Platz zu sparen. So. Hier ist halt mein Mülleimer drin. Hier ist das ganze Waschzeug drin. Ich habe hier so einen Organizer-Schrank drin. So ein Regal ist das. Ja, das sieht man jetzt schlecht. Das ist dahinter. Da habe ich da unten ein Fach und hier oben ein Fach. Und hier ist dann halt alles für Spülmaschine und so drauf. Und hier unten dann halt das große Waschmittel und Feinwaschmittel und so, also Weichspüler, Mensch, und so. Und die Kabel sind alle vernünftig da hinten weg.
Da kommt die Große gerade. Sag Hallo. Komm, sag mal Hallo. Komm, sag Hallo. Hi. Ich hab fettige Haare. Mutter hat gesagt, ich soll nach dem Kuchen mal schauen. Das ist aber ein bisschen runtergetropft, oder? Unten. Ja. Muss ich dann schrubben. Müssen wir dann das nächste Mal machen wieder. Ja, du wolltest ja auch für ganz unten was kaufen. Den Backofenrechner muss ich holen. Der ist alle geworden letztens. Ich weiß. Ja. Ich will so, den Kuchen jetzt rausholen. Haben wir hier oben drei Schränke. Dreimal die gleichen, 60 cm sind die. Also 60 mal, keine Ahnung, was die hoch sind. Drei. Da habe ich die beiden gemacht, dass die so schmetterlingsmäßig aufgehen. Und hier halt, der geht dann halt nach hier auf. Das Ups. Da war Josie wieder dran, ne? Ja. Und hier hat Frauchen halt, das ist Frauchens Fach, wo hier das Notdürftigste drin ist, was sie halt zum Zubereiten schnell braucht. Also hier wie heißt das Ding nochmal? Ratsch, Ratsch hier halt, hier sag schon, Genius hier, Dingsbums. Mit verschiedenen Aufsätzen und auch für Salate und was weiß ich alles. Dann halt Geschirrhandtücher, Messbecher. Oben habe ich meine Tabletten drin, meine Kopfschmerztabletten, die starken. Damit die Kinder da nicht rankommen. Und Körbe und so was alles, was halt nicht immer gebraucht wird. Und hier ist dann auch nochmal so ein bisschen Tupperzeug drin. Noch Handtücher, Geschirrhandtücher, Popcorn von der Kleen. Weil da wussten wir jetzt nicht, wo wir das hinräumen sollen. Ja, und die ganzen Mikrofaserlappen natürlich. Weil die wollte ich nicht unten unter die Spüle machen, weil da der Mülleimer ist. Und die sind ja heute zum oben, zum Arbeitsplatte sauber machen und so. Und wenn sie dreckig sind, kommen sie halt in eine Waschmaschine. Und die werden dann hier aufgetrocknet und kommen die wieder hier rein. Hier habe ich dann halt Tassen und Gläser drin. Also hier, praktisch hier sind meine Tassen. Hier sind dann da oben auch nochmal Tassen, die sind die, die wir bei Penny geholt hatten, wo sie diese Aktion hatten mit den Aufklebern. Die sind ganz schön, da habe ich 6 Stück jetzt. Sieht aus, als wenn jetzt eine fehlt, also kann nur sein, dass Josie schon wieder eine runtergeschmissen hat. Josie! Weil eigentlich müssten das 6 Stück sein. Und hier habe ich dann oben meine Flaschen für Sport drinne und Odi halt, die schafft Josie halt nicht oben hinzuräumen und Odi macht es immer, hat gesagt, hier unten ist noch Platz, machst du da rein, ich räume sie hoch. Ja, und dann halt hier noch Gläser und dann halt hier die 5-Minuten-Dinger da drin gestellt, weil da kein Platz war und das Regal halt noch leer war. So, dann auf der anderen Seite habe ich halt hier so einen kleinen Schrank. Und halt ein 1,80. Nee, 1,20 ist der, glaube ich. Keine Ahnung. Und hier ist halt Kaffee- und Teeschrank. Der ist ziemlich voll. Da sind Kaffeesorten, verschiedene Teesorten. Ich habe nicht damit gerechnet, dass die Große so viel Tee momentan trinken will. Oben ist das ganze Putzzeug drin. Für Kaffeemaschine. Und für den Vollautomaten und Ersatzfilter und hast nicht gesehen. Das muss ich alles nochmal umräumen. Das wird dann halt das ganze Putzzeug, das wird dann halt nach oben auf den Schrank verlagert, weil das braucht man nur alle Jubelmonate. Kommt dann in die Boxen rein und dann kommt dann oben Tee und ein Kaffee. So, dann haben wir hier, das ist dann halt das Fach, wo die ganzen technischen Geräte drin sind. Also Waffeleisen, so ein Toaster zum Zusammenklappen, also dann Wasserkocher, Ersatzkanne, also zweite Kanne für die Kaffeemaschine, Josies Becher, damit sie halt hier rankommt für die Schule, also Kanne für Trinken, Kaffeemühle, dann eine Kanne für Tee, oben ist der Eierkocher.
Und hier ist dann, steht hier oben noch, da fehlt aber die Hälfte, fehlt mir gerade ein, das muss noch ein Schrank. Da hinten ist der Sandwich Maker und den Toaster und das ist halt noch eigentlich vom Mixer, das müsste aber eigentlich im Schrank sein und eigentlich ist der Wasserkocher da oben. Da hat Josie mal umgeräumt. So, und hier sind dann Teller, Schüsseln, also hier sind Teller, große Teller, dann die kleineren Teller, ein paar kleine Schüsseln und da oben sind dann halt größere Schüsseln und so drinne. Ja, hier ist dann praktisch, jetzt ist gerade ein bisschen vollgestellt, also nicht wundern, weil das ist zum Abtrocknen steht das gerade hier. Und da kommt dann ein Schrank. Also hier ist praktisch der Vollautomat, die Kaffeemaschine. Die werde ich aber auch noch gucken, dass ich das dann alles so mache, dass die dann hoch in den Schrank kommt und nur rausgeholt wird, wenn sie gebraucht wird. Der Messerblock. Ja, hier hinten habe ich dann noch so Dinger drin dafür für die Bretter, damit die angehangen werden können. Das sind gerade Äpfel. Den habe ich bei wie heißt denn das? Teddy geschossen? Nee, nicht Teddy. Doch Teddy. Da wo diese Lichtzeug halt alles gibt. Weil uns aufgefallen ist, der ist auch noch unbenutzt. Beim letzten Mal, wo mein bester Freund da war. Der wollte dann ihn rauchen auf dem Balkon und ich habe keinen Aschenbecher mehr. Und dann musste ich ihm eine alte Tasse geben. Hab ein bisschen Wasser drin gemacht, damit er rauchen konnte. Und deswegen habe ich gesagt, ja, für 1 Euro holst du dir mal so ein Ding. Das steht jetzt hier schon Ewigkeiten rum, damit es halt nicht draußen in der Witterung steht. Und wenn er denn da ist, dann kann ich ihm das gleich mitgeben. So. Also für nicht für zu Hause mitgeben hier. Das hat er dann hier auf dem Balkon. So. Wie gesagt, Messerblock, da hängt noch eine Steckdose. Hier ist mein Holi-Zeug. Also praktisch hier Löwe, Kobra, Hai. Und das ist jetzt von der letzten Aktion. Doppelapfel, Eistee, das ist ohne Koffein. Und das ist Bubblegum mit Koffein. Das habe ich auch noch nicht probiert, das werde ich heute Abend probieren. Die neue Mikrowelle habe ich ja schon ein Video zu gemacht. Und da habe ich dann halt hier meine Bretter stehen, um weniger um Platz zu sparen. Und hier halt auch nochmal. Und oben, da habe ich dann halt meine Küchenuhr, was auch gleichzeitig Radio ist, also die von Yamaha. Und da hinten habe ich dann noch Kaffee stehen, also praktisch hier. Weil der braucht ja, der Su, das ist der Franz, also das Schoko- und Nusskaffee. Und den, ja, wo soll er hin? Da steht er ganz gut. Dann kann ich mir, wenn mein Ener wird jetzt bald alle sein, dann kann ich mir hier wieder ihn nehmen. Und wenn irgendwann mal wieder Aktion ist bei Amazon oder der mal runtergesetzt ist, mal wieder, dann hole ich mir da mal wieder ein paar Pakete. Dann hier das sind meine Sachen für den Kühlschrank. Aufbewahrungsboxen, die sind auch hier schön drin, dass man sie schnell rausziehen kann, wenn man sie braucht für das Fach. Da habe ich jetzt gerade noch mein altes Zeug drin, das muss ich noch gucken, muss ich noch wegschmeißen. Mein Asthmamittel, das ich nicht mehr nehmen soll. Oben halt dann noch Müsli und dann die großen Tupperse und so. Ja, das ist jetzt oben. Achso, die Lichter wollte da ja auch sehen. Also ich habe einmal hier Licht. 3 Stück, wie ihr seht. Da geht praktisch hier der Stecker. Die muss ich dann noch gucken, wie ich das hier vernünftig wegkriege. Das ist das, was mich noch stört. So, da muss ich hier irgendwie gucken, dass ich das hier irgendwie festmache. Und hier ist mir die große Leiste immer abgegangen. Ich hatte so eine schöne schräge Leiste mir ausgesucht. Steckdosenleiste. Aber die ist mir immer abgegangen. Und da habe ich jetzt einfach einen normalen Dreier genommen. Reicht auch aus. Da ist hier der Alexa dran, also der Show. Ja, und dann kann man noch 2 Geräte anschließen. Nee, der Show ist hier unten dran. Der Show ist unten dran. Der ist unten dran. Hier oben ist dann halt praktisch das Licht hier dran. Ja, dann muss ich aber alles noch gucken, wie ich das vernünftig hier. Jetzt stoppe ich hier mal hier oben rein. Das hält auch eine Weile, aber irgendwann kommt es ja wieder runter. Da muss ich mir dann noch was einfallen lassen, da bin ich mir noch
nicht so sicher geworden, wie ich das jetzt komplett lösen möchte. Hab da so ein paar Ideen, aber ich möchte das halt auch nicht so verbauen, dass das dann mit einem Kabelschacht oder so, dass man dann gar nicht mehr variieren kann oder so. Wer weiß, ob der Schrank dann so bleibt oder ob man das vielleicht irgendwann mal wegräumt. Aber ich habe da so zwei, drei Ideen, wie ich das vernünftig machen kann. Dass ich halt vielleicht nur hier so ein Stück was mache, dass es dann halt hier so fest ist. So. Aber den dann halt mit so einem Klebeband, wie das, was hier ist, zum Kleben ist. Und dann geht das hier hoch und das hier oben dann alles wieder rinstoppen. Und dann, weil da ist der Platz dafür. So. Dann würde das so aussehen. So soll das dann sein später. Aber hier kommt es auch schon wieder runter. Ja, das ist halt ein bisschen doof. Meine Frau hat in ihrer Küche da oben eine Steckdose, habe ich leider nicht. Würde alles erleichtern, hätte ich dann einfach so gemacht und von oben durchgegeben. Und dann wäre das halt oben, würde das alles hier nach oben gehen und dann praktisch hätte ich halt hier nur den Stecker, aber naja. Habe ich halt leider nicht. Aber macht schön hell, würde ich sagen. So, dann haben wir auf der Seite, habe ich meine alte Lampe dran, die mit Strom betrieben wird. Also auch Strom hier, so wie die andere auch, aber halt die da ist mit Akku. Jetzt zeige ich euch gleich. Ja, die macht dann hier alles hell. Wenn man dann halt hier guckt, ja. Da geht der Stromkabel dann praktisch hier hinten lang. So, so und dann hinter den Schrank. Und da kommt er raus. Und dann geht er hier runter. Also da, praktisch. Da. Und hier hinten, weil ich hier auch Licht brauche, wenn ich hier beim Vollautomaten bin. Also jetzt ist wieder leer. Habe ich halt die hier. Hatte ich auch Videos drüber gemacht. So. Die silbernen habe ich abgebaut. Die sind immer angegangen. Aber die Katzen hier unten. Hier unten sind die Katzen hier laufen auf dem Fußboden und die Lampe hier oben geht an. Das war echt scheiße. Aber das Gute daran ist, kann ich euch ja gleich mal zeigen. Ja, das ist so ein bisschen Kramfach hier, das zeige ich euch nicht. Tja, den Pizzaschneider drinne und ach, Josie hat hier auch irgendwas drin gedonnert und die ganzen ja, sowas hier zum Beispiel, um Tüten sich zu machen und alte Messer, große Messer und ein paar Beschreibungen und was noch. Ja, und muss ich mal kurz jucken hier so. Und ach so, mein Kühlteil, den kann ich auch mal rausholen, den kann ich dann nämlich schon mal drin machen wieder. So, weil ich habe ja hier da zwei Steckdosen. Dann nehme ich einfach so. Ne? Und so lädt es jetzt. Jetzt hängt es zwar hier mit Kabel dran. Ist ja nur eine gewisse Zeit, wo das mit Kabel dran hängt. Und dann, wenn das voll geladen ist, dann leuchtet das hier so rötlich. Das sieht man jetzt schlecht, aber das leuchtet wirklich so, dass man es sehen kann. So aus. Und wenn ich jetzt hier das brauche, mache ich einfach so machen. Oder so. Und das geht wieder aus. Ah, die Große hat einen Timer gestellt. So, ja, wie gesagt, die Kramschubfach, das zeige ich euch jetzt nicht. Aber hier haben wir dann halt Töpfe drinne mit Deckel. Unten haben wir dann nochmal Töpfe mit Deckel. Da sind jetzt natürlich einige weg. Ist jetzt ziemlich leer, weil
Die hat Frauchen zum Kochen benutzt. Die stehen jetzt auf dem Herd. So, hier haben wir dann große Schüsseln und noch ein Sieb und noch große Kannen für Tee jetzt hier. So die Literdinger. Die müssen wir aber schräg hin machen, weil sonst passt das alles nicht. Die Ölspritze, die ich geholt habe für Pommes machen mit der Fritteuse. So, hier ist dann halt Tupasse. Alles voll. Und hier ist Besteck. Chronisch weg. Ich muss mir noch neue Plastelöffel noch dazu holen. Aber hier seht ihr ja, Gabeln sind jetzt ein paar aufgetaucht wieder. Beziehungsweise ich habe ja neue gekauft hier. 4 schwarze Gabeln habe ich jetzt dazu gekriegt. Und jetzt sind gerade Löffel weg. Also, keine Ahnung. Messer sind en masse da. Aber Gabeln und Löffel, also Löffel jetzt gerade, aber sonst ist immer Gabeln weg. Das ist jetzt voll, Löffel voll. Ich habe 2 Gabeln oder eine. Keine Ahnung. Oh. Achso, dann habe ich ja hier, habe ich hier noch mein Kleenofen. Da mache ich meine Pizza dann mal drin, mittags immer da so. Ja, das ist ruckzucki erledigt. Hier habe ich dann halt auch noch so ein Switchbot, der ist nur für die Küche. Der ist halt super, weil er magnetisch ist, dass er hier im Kühlschrank dran ist. Da sehe ich, dass er halt 23 Grad hier haben. Kann ich auch von unterwegs oder von überall aus ablesen. Und Luftfeuchtigkeit jetzt gerade von 64%. Ja klar, wurde gekocht und beziehungsweise jetzt gebacken und ich habe jetzt das Fenster, das war eigentlich war offen, aber ich habe es zugemacht, damit es halt nicht so laut ist, wenn ich jetzt hier filme wegen den Nachbarn und so. Oh, jetzt kriege ich aber Krampf, aber. Ja. Ach und den Messerblock den, hier oben, hier ist denn das, was mit magnetisch ist. Die Messer sind gerade in der Spülmaschine und oben drauf haben wir die Scheren und hier ist halt Kalender. Mit Stift, den habe ich extra festgebunden und festgeklebt mit Klebeband und hast du ihn gesehen? Damit der nicht wegkommt. Weil ich habe das schon mal gemacht. Und dann war der weg. Und dann habe ich einen neuen dran gemacht. Dann war der auch weg. Und achso, Jodie hat aussortiert. Wir hatten nämlich letztens, weil die Kleine, Mama ist ja immer am Montag und am Dienstag arbeiten. Und dann macht sie sich den Herren schön mit Josie oder mit mir oder wir alle. Manchmal. Und da gibt es ja manchmal Popcorn. Und dann haben wir Butterpopcorn geholt. Absolut widerlich. Absolut ekelhaft. Haben wir eine Tüte gemacht, haben wir. Davon haben wir nur eine gegessen, eben Butterpopcorn. Also nicht mal gegessen, aber ausgespuckt. Jetzt haben wir da noch 2-3 Tüten drin. Also absolut ekelhaft. Kann ich euch nicht empfehlen. Absolut widerlich. Butterpopcorn ist. Boah. Kann ich euch nur vorwarnen. Achso. So, dann habe ich hier. Wie gesagt, Entschuldigung, ist ein bisschen, ja, wie gesagt, die Große ist hier am Kochen. Habe ich hier halt praktisch die Teile. Hier habe ich praktisch aus dem Mittelteil, das ist eigentlich zum Stecken gewesen für Messer. Das habe ich einfach das Plaste oben rausgemacht. Da hast du halt ein großes Ding, wo du hier Sachen drin stoppen kannst. Das Frauchen liebt das, dass du das gleich dann beim Kochen zack, zack, zack nehmen kann. Dann halt hier noch, was hat sie denn hier drin? Bonbon. Mickey Maus, Zopfband, oh ja. Hier und auch mit Löchern, damit das halt abfließen kann. So, ja, da kann man sie dann halt hier so dein Zeug drin machen. Und hier, denn das war auch mit bei. Das ist dann, kannst du dann halt so machen, dass du das hinstellst und dann läuft das dann alles hier da rein und dann kannst du das praktisch im Waschbecken ausspülen. Hier habe ich dann mein Zeug dran, hier dann auch die Topflappen. Das hat Josie gemacht. Das ist die Anzahl von Nudeln, also Spaghetti für 4 Personen. Also 1, 2, 3, 4 Personen. Also auch hier wird dann verziert. Hat sie ganz gut hingekriegt. Sieht man das da? Ich hoffe, man sieht das. So. Aber das soll es jetzt gewesen sein. Wie gesagt, das war jetzt meine Küche. Klein, also ist wirklich schmaler Gang, seht ihr ja. Und deswegen sind nur die Kids oder ich mache mit der Kleinen was. Josie macht mit der Kleinen was. Also alle drei passen wir hier nicht drin.
auch Patricia, ich und Kinder passen nicht hier rein. Das ist halt ein Nachteil, weil die so schmal ist. Ich habe alles so hoch machen lassen, wie es geht. Also das ist jetzt hier so um die 90 Zentimeter hoch. Also bei den Schränken, also bei der Waschmaschine mussten wir was untermachen und dann oben noch eine Blende vor. Und Spülmaschine ein bisschen höher und alle drum und dran und Blenden und sowas alles, damit das halbwegs passt. Und hier haben wir auch dann, das sind andere Schränke. Das ist, ich weiß ja nicht, das ist Malte, Malta mit Mieter, mit irgendwas mit M. Irgendwas mit M ist der Schrank hier. Die kann man auch selber zusammenstellen, kann man auch als Spülmaschinenschrank nehmen oder als. Ist er auch, das ist genau praktisch der, den ich hier habe. Ditte. Was jetzt für die Spüle ist. Ist genau der gleiche praktisch wie der hier, wo der Herd eingebaut ist. Bloß da ist ein anderes Einrichtungsset dann drin. Und die gibt es halt auch, dass du da mit Schubfächern machen kannst. Oder mit, als Apotheker oder ach, alles Mögliche bei IKEA. Malta, irgendwas mit M war das. Fragt mich jetzt nicht, Melissa, irgendwas mit Mal oder so, keine Ahnung. Ist halt die teurere Version. Also auf der Seite ist die teurere Version. Auch die Schränke sind die M-Schränke, machen sich auch bemerkbar, muss ich sagen. Also die da dass die halt besser aufgehen und besser festmachen zu machen sind, ja, und ja, besser zu handeln sind. Also von den Schubfächern auch. Und auf der Seite, die Schränke, das ist irgendwas mit T war das, glaube ich. Wenn ich es finde, ich werde es versuchen, euch in der Videobeschreibung zu verlinken. Und unten die auch. Also die hier zum Beispiel, die sind ja auch hier nur so reingeklipst. Ja, und ja, die von Malte Teil, die hatten so auch so eine Schränke, auch die Breite, die ich wollte. Achso, und da hinten ist ein Katzenklo. Da in der Ecke. Aber da wäre mich die Kombination von den Schränken nochmal teurer gekommen. Hier ging es nicht anders. Hier hatten sie die nur so für Spüle und für Einbauschrank. Und halt, das hier war halt auch so. Das ist auch, glaube ich, so Malte-Dings. Ja, hier stimmt, der hat den gleichen Standfuß. Das war nur in der Kombination so möglich. Aber hier habe ich dann halt was preisgünstiger. Diese T-Dinger, ich verlinke die euch, weil sonst hätte ich hier auch, hätte ich die Kohle gehabt, sage ich euch so wie es ist, aber ich habe hier schon also für die Schränke alle 1000 Euro ausgegeben. Hätte ich die Kohle gehabt, hätte ich hier auch Malte genommen. Also hätte ich ein bisschen, hätte ich auch so gemacht und dann hätte hier unten andere Schränke von Malte, so Apothekerschrank, zwei Stück oder so was breitere für die Töpfe und so. Oder auch so zwei große, aber halt, die sahen echt stabiler aus. Bis jetzt geht noch alles, aber diese preisgünstigere Variante von IKEA wirkt ein bisschen instabil. Ist es bis jetzt noch nicht gewesen, aber es wirkt es. Mal gucken, was ich in ein paar Jahren sage, wenn die ersten kaputt sind. Hier bei dem E-Schrank hat auch die Handwerker Mist gebaut. Die haben hier beim Zusammenbauen das nicht nach unten gemacht und hier rin geklickst, dann haben sie eine Schraube drin gemacht, die habt. Die habe ich dann erstmal rausgemacht und habe das dann halt jetzt mit Mühe und Not dann versucht irgendwie runterzukriegen, damit das hier runtergedrückt ist und dann das hier oben rein und dann das Brett halt erstmal nach hinten gemacht, damit ich halt ein bisschen variieren kann und das hochdrücken kann, damit ich so machen kann, dass das klappt und dann das Brett einfach nach vorne wieder geschoben, damit das auch hier vorne auf diesen Klammern, weil hier ist eine Klammer, hier ist eine Klammer und hier ist eine Klammer, dass es da dann drauf liegt. Aber sonst haben sie das alle ganz gut gemacht, die Handwerker. Das ist das einzige Manko. Also und dass sie beim Bohren der Löcher für die Schränke auf der Seite bis zum Zimmer von meiner Tochter durchgekommen sind. Also da habe ich dann jetzt so eine Wölbung. Also da sind die Löcher komplett durch. Aber das sorgt eigentlich dafür, denke ich mal, dass die Schränke halten. Hoffe ich doch. Und nicht mit dem Tellern und dann alles von der Wand kommen. Werden wir sehen. So, aber nichtsdestotrotz, Akku ist auch gleich leer. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.